Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zum letzten großen Gefecht von Let's Play Silent Storm Sentinels. Mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und wir sind kurz davor, dieses Let's Play Projekt abzuschließen. Es ist noch eine wichtige Mission. Wir müssen jetzt den Leuten von Thor's Hammer das Handwerk legen und die letzte Mission noch erfolgreich absolvieren. Ich habe so jetzt relativ lange mit mir hin und her gerungen und mich gefragt, wie soll ich jetzt hier meine Truppe ausrüsten und so weiter und so fort. Und komme zu dem Entschluss, ich teste es jetzt doch einfach mal. Ich benutze die neuen Waffen, die es gibt, die ich noch nicht vorher kannte. Wir werden eine Mission vorher spielen. Oh, Moment mal, die macht 42 Damage. Ach, das liegt an den. Das liegt aber an den Magazinen, ne? Schussrate Salve 4, 10, 11. Gegen 4, 14, ne? Also, wir versuchen dieses Sterling-Modell dann einfach mal. Und das Ding kann man mit MP40 Magazinen füttern. Das ist immer ganz nett. Wir machen das vorher in einer Zufallsbegegnung. Das müsste eigentlich noch drin sein. Auch Günner wird noch eine andere Waffe bekommen. Das gebe ich an der Stelle zu. Also ich werde da noch ein bisschen was verändern. Jo, das ist ansonsten soweit in Ordnung. Hier werde ich auch noch was verändern. SKS, das automatische Ding da. Ja. Auch hier beim SVT 40. Da wird sich auch noch mal was tun. Ja, mach das Teil mal da rein. Tja, bei dem MG 34 bin ich nicht sicher. Wollen wir noch das andere MG dazu nehmen? Ich weiß noch nicht. So, wir haben SKS 45 Scoped. Das kriegt jetzt der Klaus. Wie viel Schuss sind da drauf? 10. Na, das ist doch ordentlich. Da hat er ganz gut was auf der Pfanne. Wobei das SVT-40, was er hatte, eigentlich auch extrem gut war, ne? Aber wir probieren jetzt einfach das SKS 45 aus. So, und jetzt können wir für Rocco und für Günner noch jeweils ein Schnellfeuergewehr organisieren. Das machen wir auch sofort. So, und zwar Rocco. Krieg schon mal hier die AK-47 Magazine. Wir verteilen jetzt Waffen, also eine TKB 408 für Günner. Die TKB 408 ist keine Fantasiewaffe, auch wenn die hier so komisch aussieht. Das ist eine Waffe, die es wirklich gegeben hat. Ist eine Prototypwaffe, die nicht in Serienproduktion gegangen ist übrigens. Wurde entwickelt von German Alexandre Korobov, glaube ich. Ohne dass ich mich da jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen möchte. Also so gut kenne ich mich jetzt mit dieser Waffe da nicht aus. Oder mit der Geschichte dieser Waffe. Interessant, was auf jeden Fall auffällt, auch wenn man es mit den Sturmgewehren vergleicht, also STG 43 und AK 47, ist, dass das Magazin genau auf der hinteren Seite eigentlich liegt. Also das Magazin eben nicht vorne liegt, hier, sondern hinter dem Griff und dem Abzug. Das hat ein paar Vorteile, das hat aber auch Nachteile bei so einer Waffe. Der eine Vorteil ist zum Beispiel, dass der Lauf etwas länger ist, wodurch man unter Umständen eine bessere Schussgenauigkeit erreichen kann. Der Nachteil ist, dass man das Gerät allerdings dann nicht ganz so gut halten kann, also ein bisschen unhandlicher dadurch. Hin und wieder, also diese sogenannten Ballpup oder Bullpup. Ich würde mal sagen Ballpup, wenn wir das englische Wort nehmen, Ballpup-Gewehre, die, das sind schon so spezielle Waffen eigentlich. Dann noch eine andere Sache bei diesem Gewehr, was man vielleicht noch erwähnen sollte, bevor ich es hier vergesse.
Das Gerät konnte nur von der linken Schulter aus abgefeuert werden. Genau andersrum. Es konnte nur von der rechten Schulter aus abgefeuert werden, weil dadurch, dass das Magazin hier hinten liegt, können die Patronen auch nur an einer Stelle entweichen. Und dann halt eben nur zur rechten Seite hinaus. Und das heißt, es macht diese Waffe für Linkshänder nicht handhabbar, weil ihnen die ganze Zeit die Patronenhülsen ins Gesicht fliegen würden. Insofern ist diese Waffe also nicht ganz... ist die Waffe eigentlich nicht geeignet für Linkshänder. Jetzt möchte ich aber gerne nochmal ganz kurz bei Kenko diese Waffen hier vergleichen. 27,45 zu 33,51, 5,18, 5,16, Moment mal. Kurze Salve 17, Schnellschuss 16, kurze Salve 18. Ist die Frage. Dann gibt es ja noch die Johnson 35, 55, 17, 19. Wir können auch mal diese Johnson ausprobieren. Das MG34 werden wir dann eh nicht behalten. Ich will die Sachen jetzt einfach mal alle getestet haben. Ne? Also das ist jetzt... ich will die Waffen einfach mal alle ausprobiert haben. Ich habe es ja bisher wirklich ja so gemacht. Die nehme ich nicht, dann wird es, glaube ich, ein bisschen zu einfach. Ich habe es ja die ganze Zeit eigentlich so gemacht, dass ich ja wirklich nur mit dem Zeug gespielt habe, was ich auch gefunden habe. Und insofern... denke ich, ist es aber für die... Es entgeht einfach ein Aspekt des Spiels, wenn wir das hier jetzt in der letzten Mission nicht verwenden. Ich möchte die letzte Version, die letzte Mission ganz gerne ohne Panzerclients versuchen. Wir haben ja auch genug Geld, wir könnten auch noch Waffen aus unserem Schrank verkaufen, also da sind wir tipptopp ausgestattet. In der letzten Mission sind wir ohne Verwundungen ausgekommen, das war auch ein seltener Genuss. Ich möchte gerne gehen. Wir machen eine Zufallsbegegnung in der Schweiz, wenn wir noch eine finden. Das wäre mir eigentlich ganz recht. Das sind aber noch alte Missionen, die ich nicht nochmal spielen kann. Sag bloß, jetzt kommen keine Zufallsbegegnungen mehr. Das wäre jetzt natürlich blöd, ne? Weil ich möchte die Sachen nicht so gerne in der letzten Mission testen. Ja, wir laufen mal wieder zurück. Ja, also diese TKW 408 hat sich nicht durchgesetzt, ist mehr oder weniger beim Prototyp geblieben. Die Waffe wurde halt entwickelt für die russische Armee, also für die Rote Armee, die Armee der Sowjetunion, und wurde dann getestet. Aber diese Tests fielen nicht positiv aus, also man konnte sich nicht dazu durchringen. Gut, dann machen wir es jetzt anders. Dann akzeptieren wir jetzt die letzte Mission und reden nochmal mit Boris. Sie kommen gerade rechtzeitig. Hier, sehen Sie, das war in der Post. Was wissen Sie über diesen Randall Scott? Er koordinierte am Hauptsitz des SE2 die Einsätze des Kommandos im Krieg. Welche Anmaßung, uns über seine Pläne zu schreiben. Beruhigen Sie sich, Boris. Ich weiß jetzt, wo die Basis von Hammer liegt. Hab übrigens eine Menge für diese Information bezahlt. Trotzdem höre ich die Alarmglocken läuten. Warum? Folgen Sie mir. Zuerst misstraute ich meiner Quelle und dann kam dieser Brief und bestätigt alles. Es muss einen Zusammenhang geben. Sonst wäre es zu einfach. Kann sein. Aber wir haben keine Wahl. Wenn es stimmt, was in dem Brief steht, können wir nicht einfach nichts tun. Genau. Und gerade das macht ihn zum perfekten Köder. Haben Sie einen Plan? Ja, eine Gruppe greift frontal an, eine andere versucht, durch die Hintertür in die Basis einzudringen und die Leute zu überraschen. Und wer führt den Frontalangriff? Wahrscheinlich ich, oder? Sie sind der Boss. Sie entscheiden. Wenn der Major einen Hinterhalt aufstellt, hat die erste Gruppe kaum eine Chance zum Überleben. Da kann ich nicht zustimmen. Sie entscheiden. Ich führe die zweite Gruppe, was immer sie machen soll. Sehr clever, die Verantwortung mir zuzuschieben. Okay, ich treffe die Entscheidung. Und was auch passiert, viel Glück, Sentinel. Ihnen auch. Okay.
Es gibt jetzt hier zwei unterschiedliche Missionen. Ich wähle die, die Jeff Major nicht gespielt hat, weil ich davon ausgehe, dass der ein oder andere sein Let's Play mit Silent Storm Sentinels kennt. Und deswegen wähle ich nicht die Basis. Das ist, glaube ich, die Mission, die... Also ich meine, das ist die Mission, die er gespielt hat. Und wir spielen Thor's Hammer, verdeckter Angriff. Basis von Thor's Hammer, verdeckter Angriff. Die Konfrontation zwischen Sentinels und Hammer ist in das entscheidende Stadium eingetreten. Sie müssen mit Boris in die Basis von Thor's Hammer eindringen, den Verräter beseitigen, Thor's Hammer enthaupten und deren Pläne zur Auslösung des Dritten Weltkriegs vereiteln. Die Basis ist stark bewacht und der Feind wird bestimmt frühzeitig gewarnt, um die eintreffenden Truppen zurückzuschlagen oder zurückschlagen zu können. Mit dem Frontalangriff werden die Feinde abgelenkt, sodass die zweite Truppe lautlos in die Basis eindringen und so schnell wie möglich zum Major vordringen kann, ohne bemerkt zu werden. Wenn diese Truppe versagt, werden die Leben der Angriffstruppe umsonst geopfert. Nehmen wir diese Mission an. Eine Sache würde ich dann vielleicht trotzdem ausnahmsweise auch noch machen, weil ich nämlich die ganze Zeit nicht mit Körperpanzern gespielt habe. Theoretisch können wir die doch auch kaufen, oder? Leichter Körperpanzer, mittlerer und schwerer. Oh Gott, 20.000? Naja, Alter, viel zu teuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, das sind 30.000 Kröten. Das ist dann wieder ein bisschen unrealistisch, weil ich glaube, so viel Geld hatte ich ursprünglich nicht zur Verfügung. Spielen wir ohne Körperpanzer. Aber ich würde doch gerne die alten Klamotten wieder anziehen. Wir könnten uns natürlich nochmal so richtig in Schale werfen, aber warum auch. Kam, du kriegst wieder deine Scout-Uniform. Ja, so kennen wir sie einfach, ne? Klaus, deine Heckenschützen-Uniform. Ah, sehr gut. Rocco, deutscher Soldat. Gary, deutsche Kommandos. Kenko, deutscher Soldat. Und Günner, deutscher Offizier. Das ist doch eine feine Sache. Wir haben noch eine Uniform eines deutschen Generals. Ich weiß halt nicht, ob die so cool ist. Ich finde die, komm, wir nehmen die normale deutsche Offiziersuniform. So, Granaten haben wir dabei. Rocco ist auch fleißig bestückt. Wir können quicksafen und uns ins Getümmel stürzen. In Ägypten geht's los. Dann schauen wir mal. Eine Zufallsbegegnung wird es hier wohl nicht mehr geben. Ich habe hier eigentlich keine Zufallsbegegnung gespielt. Wäre durchaus zu machen gewesen. Jetzt halt nicht so, ne? Kampf starten bitte. Alle auswählen, verbergen, rennen bitte und ich auf geht's. Nehme den Befehl an. Ich will das hier jetzt nicht im Echtzeitmodus spielen. So, komm, geht mal in Position. Da oben ist so ein Lüftungsschacht, da kann man, glaube ich, durchlaufen. Ich würde ganz stark vermuten, dass man da durchlaufen kann. Das heißt, wir schalten erstmal alle Gegner aus, die sich hier befinden. Sprengen das Ding in die Luft. Vielleicht können wir es in die Luft sprengen. Wir müssen es rausfinden. Und dann sehen wir mal weiter. Kam. Strafe. Ich gehorche. Und Gary einfach nur aufschließen, das reicht mir eigentlich schon. Der ist nicht einfach. Ich muss intelligent vorgehen. Ah, gute Trefferchancen hier. Der ist nicht einfach. Ich muss intelligent vorgehen. Ah, da trifft sie ihn jetzt aber nicht mehr. Okay. Nee, dann bleibt das stehen. Nachladen, Runde beenden. Mal gucken, ob er kommt. Er hat uns ja nicht entdeckt, ne? Aber wir scheinen jetzt auch irgendwie alle in Alarmbereitschaft versetzt zu haben, ne? Der ist nicht einfach. Ich muss intelligent vorgehen. Aus irgendeinem Grund
Der ist nicht einfach. Aber das ist ein bisschen verbaut. Ich muss intelligent vorgehen. Kurze Salve. Und? Der hat eine AK-47, ne? Okay, gut. Also dann hätten wir diese Waffen wahrscheinlich auch dann spätestens hier in der Mission gefunden. Eigentlich gar nicht so uninteressant, ne? Zu wissen, dass das auch so geht. Der ist nicht einfach. Ach, der steht da hinter dem Gitter, das das Gitter verbaut das halt hier so ein bisschen. Für mein Land zu kämpfen. Da ist noch mehr als, ja, da sind noch ein paar Granaten dabei, interessante Sache. Okay, erweiterter Sichtwinkel ist, glaube ich, gut. Denn wir brauchen schon einen guten Scout hier in der Mission. Dann sollten wir überlegen, wo wir mit den anderen Brüdern hinlaufen. Also Rocco sollte da mal noch stehen bleiben, denn ich glaube Rocco, der muss da eine Granate werfen. Ums Leben rennen ist gut. Was haben wir hier? Kostenlos umsehen ist Quark. Schöner Ausbau der Attribute bringt jetzt auch nichts mehr. Haltungswechsel. Das sind so Scout-Dinger eigentlich, ne? Ruhiges Gewehr. Ah ja, das ist doch gut. Was immer du willst. Klaus hockt sich auch mal hin. Oder nee, warte mal, Klaus kann. Klaus sollte... Nee, warte, Klaus sollte ein Stückchen nach hinten gehen, damit Karm da schlechte durchlaufen kann. Aha. Das mag ich. So, was fehlt noch? Spezialisierung SMG, das wäre cool. Ruhiges Gewehr. Besseres Ausweichen. Neu die Spezialisierung SMG. Da wachen sogar die Daten auf. Mhm. Ach ja. Ja, man lernt doch immer was dazu, ne? Wir sollten nicht raus. Wir kommen. Mal geht's so, mal geht's so. Siete benvenuti. Ich habe Headshots, früh angefangen und werde immer besser. Nice. Der hatte echt Karm entdeckt. Das ist interessant. Nee. Subito. Okay. Warte, lass den Rocco mal weg. Wird gemacht. So,
So ist doch gut. Rocco. Guck in die Richtung. Wir beenden mal die Runde an der Stelle. Machen nochmal einen Quicksave. Haben wir eine Zeitbegrenzung? Trinken Sie, verhindern Sie den Abschuss der Atome oder dringen Sie unbemerkt in die Basis ein? Ja, das klappt ja super. Das wird nicht so gut klappen. Und da unten rennt ja auch noch einer rum. Eieieiei. Prenderebbe un miracolo. Unbemerkt wird nicht funktionieren. Der ist nicht einfach. Ich muss intelligent vorgehen. Kommen da noch mehr? Das da sieht ein bisschen buggy aus. Ich wäre eigentlich von einem Interrupt ausgegangen. Es ist immerhin ein Scout, aber okay, gut. Dann laufen wir vielleicht doch noch ein Stückchen zurück. Laden nochmal nach. Approvazione. Okay. Wir haben jetzt den Echtzeitmodus. Können also entsprechend schon mal den Rocco. Den lassen wir mal gerade da raus. Stellen wir mal hier drüben hin. Approvazione. Günner. Krabbel du hinterher. So, dann, jetzt bin ich gespannt, Rocco. Geht das ohne, dass wir sterben dabei? Ein Fest für die Augen. Ja, wenn man sie drin behält in seinem Schädel. Okay. Nee, dann machen wir das. Wir machen das anders. Das ist einfach mit einem zu großen Risiko verbunden. Kenko? Hör mal auf. Wir versuchen das nochmal. Muss vor dem Schießen noch nachladen. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich komme da nicht durch. Das ist doch irgendwie merkwürdig. Oder, Moment, also wartet mal. Lauft ihr mal hier hin. Wird gemacht. Und geh nur ein Feld nach hinten.
Beste für die Augen. Boah, krass, der hat's tatsächlich geschafft, sich zweimal mit dieser Granate selbst zu treffen. Okay. Naja, man wird schlauer, also man weiß dann ja immerhin, oh, Entschuldigung, das war gerade ein bisschen laut. Ich weiß dann ja immerhin schon mal, dass das hier so nicht funktioniert. Confermato. Dann können wir auch noch ein bisschen vorlaufen. Wird gemacht. Ist jetzt die Frage, laufen wir mit Kam hier hoch oder laufen wir hier hoch? Ich würde sagen, wir laufen mit Kam hier hoch. Wir laufen mit Klaus hier hoch. Kingo bleibt da unten. Gary läuft hinterher. Günner läuft auch hinterher und Rocco auch. Comprendere. Ich bin froh, dass das Umsehen nichts kostet. Wir sehen aber nichts. Manchmal sieht man ja was aufgrund dieses Zielmodus. Aber das scheint hier nicht der Fall zu sein. Zumindest noch nicht. Okay. Luft sieht rein aus. Berühmte letzte Worte. Ja, läuft so. Confermato. Ich will hier definitiv nicht im Echtzeitmodus rumlaufen. Verstanden. Das steht er jetzt natürlich nicht so clever. Aber wir versuchen ja hier ganz, ganz leise zu sein. Ich glaube, das hat geklappt. Es sei denn, er hat uns gehört. Das kann natürlich auch passieren. Eieieiei. Der ist nicht einfach. Ich muss intelligent vorgehen. Okay, da stehen ja echt einige. Wir packen da mal alle Punkte rein. Es
Dieser Konfrontation entkomme ich nur mit Glied. Okay, Gary hat den Typen auch entdeckt. Das könnte das also sein, kann ich nicht machen. Dass Gary durch ihn entdeckt wird. Deswegen ziehe ich Gary da direkt mal raus. Und beende die Runde. Es langt mir eigentlich, wenn Carm den Burschen hinten sieht. Was Schwein haben, entdeckt er sie nicht. Siete benvenuti. Kopfschuss. Das ist gut. Ach nee, komm, jetzt ernsthaft. Aber der packt es wahrscheinlich eh nicht mehr. Den müssten wir kriegen. Der Nachteil ist, es kann sein, dass er noch Leute von uns entdeckt. Auf dem Kopf ist eigentlich immer gut, ne? Wir sollten hier verschwinden. What? Oh nein, nicht dein Ernst. Der hat mich jetzt entdeckt? Mit dieser Verletzung. Und getötet? Ich nie finde einen. What the shit? Was ist denn da kaputt? Dass der überhaupt noch Augen im Kopf hatte, ist schon alleine ein Wunder. Siete benvenuti. Okay, wir versuchen es ein bisschen anders. Ich möchte wirklich hier sneaky sneaky machen, wenn es geht, ja. Vor allen Dingen, wenn das Geräusch, also wenn dieses Sirenengeräusch die ganze Zeit da zu hören ist, dann geht mir das wahrscheinlich gehörig auf den Keks und das möchte ich nicht so gerne. Lo meritate. Das war's. Jetzt ist er mit leeren Händen da. Wir haben halt auch einen Scout, der von jedem Harzkrämer direkt sofort entdeckt wird, ne? Da muss man dann halt die Fertigkeitenlevel der Gegner unterstellen, damit das halt nicht passiert. Jeder neue Sonnenaufgang verspricht Fortschritte. Sonst hat man das Problem halt dauernd, ne? Die Runde. Okay, der Bursche hat sich versteckt. Mhm.
Der Typ ist gut. Der Typ ist echt gut. Wir sollten hier verschwinden. Der Typ ist echt gut. Steht dann einfach da in der Ecke und Kam sieht ihn nicht. Immerhin. Eine Steigerung. Das ist ordentlich. So. Und dann würde ich sagen, an der Stelle können wir mal einen kleinen Cut machen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und gucken, ob wir immer noch so sneaky durch dieses Gebäude durchkommen. Bis dahin sage ich, mach's gut. Tschüss.